Und es geht schon weiter bei Let's Play Mass Effect 2. Ich bin's, euer MC Muffix, und im letzten Part haben wir Jacob geholfen, mit seiner Vergangenheit abzuschließen, denn er hat seinen Vater getroffen und der war irgendein merkwürdiger Heini, der auf einem Planeten, wo es nur giftige Nahrung gibt, seine Crew, also nur die Frauen natürlich, irgendwie am Leben gehalten hat mit der giftigen Nahrung, und die Männer wollten ihn töten und die Frauen waren sein Harem und der war einfach merkwürdig und böse und deswegen sitzt er auch jetzt irgendwo da im Gefängnis wahrscheinlich. Und hier sind alle unsere Waffen und warum kann ich keinen Sniper mitnehmen? Da sind doch Sniper. Egal. Reden wir mal, Jacob. Wie geht's dir so? Danke für den Abstecher zur Gernsback, Shepard. Ich weiß es zu schätzen, dass ich die Sache in Ordnung bringen konnte. Und keine Sorge, es hat keinen Einfluss auf meine Arbeit. Es ist vorbei. Ich bin daran interessiert, Sie besser kennenzulernen. So schnell? Ich bekomme solche Gespräche. Ich will ihn ja nicht anmachen, aber immer mit seinem so schnell. Oh mein Gott, ich bin doch erst Jungfrau. Ich hasse diesen Scheißspruch. Schiffsverbesserung, ich will Schiffsverbesserung, Mann. Aber ja, ich bin immer zu faul, um immer zu sammeln. Echt, Mann. Ich wette, mein Schiff wird irgendwann mal zerspringen, weil ich zu faul bin, um alle Upgrades zu machen. Reden wir mal morgen. Der hat immer coole Sprüche. Shepard, wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Wollte selbst mit Ihnen sprechen. Medizinische Angelegenheit. Mission ist gefährlich, das ist klar. Jede Spezies geht anders mit Stress um. Erkenne, dass das ein großer Schritt für Sie ist. Schon früher fühlten sich andere Spezies zu mir hingezogen. Seltsames Gefühl. Bin nicht interessiert. Moment mal, Morden. Jetzt nehmen Sie mich doch auf den Arm, oder? Welch schockierender Vorwurf. Vertrauen zwischen Patient und Arzt ist heilig. Auf den Arm nehmen käme mir nie in den Sinn. Amüsieren Sie sich so gut es geht, Shepard. Ich bleibe hier und untersuche die Zellenreproduktion. Das ist viel einfacher. Erfordert auch weniger Alkohol und stimmungsvolle Musik. Morden und sein Safer Sex. Ja, mit jedem, also wenn man eine Beziehung hat, wir haben ja noch keine Beziehung, dann labert er immer zu einem so scheiß Sprüche. Commander, Sie sollten... Das ist so geil einfach. Ja, sei ruhig. Ich meine, die macht mir die ganze Stimmung hier kaputt. So lustig, einfach so lustig. Also, wenn man zum Beispiel mit, Jack eine Beziehung hätte, hat sie gesagt, du magst wirklich aggressiven Sex, da müssen sie aber aufpassen, denn sie kann dich mit der ihrer Biotik in der Luft zerreißen. Das ist so blöd. Ja, deswegen mag ich ihn. Okay, sag mal, was hast du zu sagen? Shepard. Gibt's was Neues? Es gibt da etwas, das ich Ihnen sagen möchte. Ich habe schon viel erlebt. Ich dachte, es gäbe in der Galaxie nichts Neues mehr. Seit ich mich Ihnen angeschlossen habe, ist mir klar geworden, dass da noch viel mehr ist. Sie haben auf Ihren langjährigen Reisen sicher sehr viel gesehen. Als Jungfrau habe ich als Söldnerin gearbeitet. Ich habe Tyrannen und Piraten bekämpft und alles erlebt, was die Galaxie zu bieten hat. Als Justikarin habe ich Teile des Asari-Gebiets gesehen, von denen wenige auch nur wissen. Ich habe Dörfer zerstört und Städte gerettet. Ich habe sogar einmal gegen einen Spectre gekämpft. Warum haben Sie einen Spectre bekämpft? Es war ein Turianer namens Nihlus. Er war möglicherweise im Auftrag des Rats tätig, aber ich habe beobachtet, wie er einen unbewaffneten Zivilisten getötet hat. Dem Kodex gemäß habe ich ihn angegriffen. Den kannten wir schon mal. Als wir uns trafen, haben Sie gerade eine Söldnerin getötet, die keine Chance gegen Sie hatte. Diese Söldnerin war bewaffnet. Außerdem habe ich ihr einen Ausweg aufgezeigt, aber sie hat das ignoriert. Er machte den Eindruck eines ehrenhaften Turianers. Und er war ein guter Spectre. Vielleicht auch nicht. Unbewaffnete Zivilisten zu töten ist jedenfalls falsch. Wie ist der Kampf ausgegangen? Ich war im Vorteil, aber er war wirklich gut. Er hat das Feuer erwidert und versuchte zu fliehen. Wir haben dann 2 Wochen lang in der Wildnis Katz und Maus gespielt. Es war berauschend. Am Ende führte er eine Situation herbei, in der ich entweder ihn verfolgen oder einen Unschuldigen sterben lassen konnte. Wegen des Kodex musste ich den Unschuldigen retten und Nihlus ist entkommen. Ich bewundere, wie clever er meinen Kodex gegen mich eingesetzt hat. Als wir uns trafen, diese Söldnerin war bewaffnet. Außerdem habe ich ihr einen Ausweg... Wie waren Ihre Jahre als Justikarin? Hauptsächlich ermüdend und strapaziös. Auf Frachtern reisen, durch die Provinz ziehen und das Unrecht ausmerzen, im Kleinen wie im Großen. Korrupte Beamte beseitigen. Wenn ich in einer abgelegenen Gegend ankomme, werde ich oft angesprochen und auf Unrecht aufmerksam gemacht. Meine Beurteilung der Lage fällt allerdings selten so aus, wie erhofft.
Wie bezahlen Sie für den Transport zwischen den Welten? Asari-Captains nehmen Justikarinnen meist gern mit. Dann gibt's weniger Piratenüberfälle. Ein Überfall wurde mal offiziell abgesagt, als den Piraten bestätigt wurde, dass ich an Bord war. Warum sollten Sie ein ganzes Dorf zerstören? Ich habe die Spur von Morinz bis zu einer abgelegenen Kolonie verfolgt. Sie hatte eine ganze Siedlung unterworfen, ließ sich anbieten und junge Asari als Opfer bringen. Als ich ankam, floh sie und hetzte ihre Anhänger in Wellen auf mich. Sie haben ihr mit ihrem Leben etwas Zeit verschafft. Als es vorbei war, waren nur noch kleine Kinder übrig. Ich übergab sie den Behörden und setzte die Verfolgung fort. Wie war es, Söldnerin zu sein? Ich war jung und impulsiv und hatte gerade mein Talent für den Kampf entdeckt. Ich habe förmlich darin geschwelgt. Bis zu dem Tag, als meine Truppe angeheuert wurde, eine geheimnisvolle Ladung auf dem Weg zu einer ebenso geheimen Landungszone zu beschützen. Ich fand heraus, dass es sich bei der Ladung um Sklaven handelte, die im Austausch gegen neue Technologien für die Kollektoren bestimmt waren. Sie haben den Sklavenhandel unterstützt? Ich war in meiner närrischen Jugend an so manch fragwürdiger Aktion beteiligt, aber nie an etwas offensichtlich Kriminellem. Ich habe verlangt, dass wir umdrehen. Meine Kameraden waren anderer Ansicht. Als sie tot waren, wendete das Schiff. In dem Moment trafen die Kollektoren ein. Sie näherten sich schneller, als ich fliehen konnte. Zum Glück waren wir in der Nähe des Massenportals. Ich kam durch, und sie sind mir nicht gefolgt. Was haben Sie mit den Sklaven gemacht? Ich habe ihnen einen Vortrag über die Vorteile von Stärke und Selbstverteidigungskenntnissen gehalten. Dann habe ich Panzerung, Waffen und Credits meiner toten Kollegen an die Gefangenen verteilt und sie auf der Citadel freigelassen. Wir sind noch nicht fertig. Ich weiß. Es wird mir eine Ehre sein, bis zum Ende an Ihrer Seite zu kämpfen. Glauben Sie, dass wir alle sterben werden? Sie haben eine starke Truppe zusammengestellt. Aber wir treten gegen einen unbekannten Gegner an. Was auch kommt, ich bin bereit dafür. Aber ich werde mich nicht selbst belügen, was unsere Chancen angeht. Wir werden diese Mission zu Ende bringen. Und zwar lebend. Hoffentlich behalten Sie recht. Ja, das würde ich auch gerne hoffen, denn ich mag meine Teamkollegen irgendwie. So mit der Zeit lernt man die richtig lieb zu gewinnen. Zum Beispiel Fane. Fane, was geht so mit dir ab? Mein Meuchelmörder. Brauchen Sie etwas? Haben Sie ein paar Minuten für ein Gespräch? Wenn Sie wollen. Bei unserem letzten Gespräch haben Sie über ein vergangenes Ereignis gesprochen, als würden Sie es gerade beobachten. Drell haben das perfekte Gedächtnis. Wir können jeden Augenblick unseres Lebens in völliger Klarheit abrufen. Es ist manchmal schwer zu kontrollieren. Manche von uns tauchen ab in... nennen wir es Solipsismus. Was meinen Sie mit Solipsismus? Wenn eine Erinnerung sich so real anfühlt wie das Leben, ist sie auch genauso wertvoll. Der Gedanke an einen Augenblick bringt den Geruch frisch gemähten Grases zurück, die Wärme einer Hand auf der ihren, den Geschmack einer fremden Zunge in ihrem Mund. Ist es nicht besser, sich in einer solchen Erinnerung zu verlieren, als die Nacht allein zu verbringen und die Wände aus Metall und Plastik anzustarren? Besteht nicht auch das Risiko, sich in schlechten Erinnerungen zu verlieren? Natürlich. Sich an die Kugeln zu erinnern, die man eingefangen hat, ist unangenehm. Aber ein Blick auf mein Knie zeigt mir, dass es nicht zerschmettert ist. Die Erinnerungen, denen man am schwersten entkommt, sind die voller Verzweiflung. Erinnern Sie sich an alles, was in Ihrem Leben geschehen ist? Fast. Und wenn wir uns an das Geburtstrauma auch noch erinnern würden, kämen wir vermutlich nie darüber weg. Können Sie jedes Ihrer Attentate nochmal erleben? In allen Einzelheiten. Mit jedem meiner Fehler. Mit jedem letzten Atemzug der Zielperson. Das stelle ich mir schwierig vor. Jederzeit die eigene Schuld noch einmal erleben zu können. Schuld? Nein. Ich habe bei meinen Aufträgen niemals Schuldgefühle gehabt. Meine Auftraggeber haben sie getötet. Mein Körper war dabei lediglich ihr Werkzeug. Wenn Sie jemanden erschießen, ist dann Ihre Waffe dafür verantwortlich? Meine Waffe kann richtig und falsch nicht unterscheiden. Sie können das offensichtlich schon. Meine Seele kann es, aber mein Körper ist nur Fleisch. Fleisch, dessen Reflexe für das Töten optimiert wurden. Der Drell-Verstand arbeitet anders als der von Menschen. Wir betrachten unseren Körper als Gefäß und akzeptieren, dass wir ihn nicht immer unter Kontrolle haben. Sie übernehmen also für Ihre Taten keinerlei Verantwortung? Nicht jede Tat meines Körpers ist das Ergebnis einer bewussten Entscheidung. Für gewollte Handlungen übernehme ich natürlich die Verantwortung.
Viele Menschen glauben an eine Trennung von Körper und Seele. Letztere ist eine Erscheinung, die für Moral zuständig ist und nach dem Tod des Körpers weiterlebt. Wir fassen das Ganze nur etwas wörtlicher auf. Bei unserem letzten Gespräch haben Sie sich an eins Ihrer Attentate erinnert. Mit Augen in der Farbe des Sonnenuntergangs. Das. Der Laserpunkt auf seinem Schädel zittert. Gewürze im Frühlingswind. Augen wie der Sonnenuntergang im Visier. Voller Trotz. Eine Passantin bemerkte den Laser und warf sich zwischen mich und die Zielperson. Sie konnte mich nicht sehen. Aber ihr Blick warf mich um. Es war seltsam, wie das so aus Ihnen rauskam. Nur eine weitere lebhafte Drell... Nicht, nein. Sie war eine lebhafte Person. Haben Sie geschossen? Nicht an jenem Tag. Ich sollte mich wieder um meine Pflichten kümmern. Shepard, ich weiß unsere Gespräche wirklich zu schätzen. Sie haben in Ihrem Leben sehr viel Zeit alleine verbracht, Thane. Die Arbeit hat mich ausgefüllt. Ich habe gelesen. Und außerhalb meiner Familie mit kaum jemandem gesprochen. Es sieht so aus, als würde nach meinem Tod niemand um mich trauern. Sie sind seit 10 Jahren der Erste, mit dem ich Freundschaft schließe. Der Rest von uns verliert genauso viel wie Sie, wenn Sie sich immer absondern. Es ist schwer für mich, beim Essen im Speisesaal des Schiffes zu sitzen. Ich bin daran gewöhnt, dass ich eine Wand im Rücken habe, mit Blick auf die Türen. Ich versuche, mich zu entspannen, meine Mitte zu finden. Ja, wenn der Thane sich mal entspannen würde, das wäre auch nicht schlecht. Das sind die letzten Tage von Thane, denn Thane hat ja immer noch seine schöne, schlimme Krankheit da. Obwohl die nicht so schön ist, ja. Rupert hat die neuen Vorräte optimal. Danke, bitteschön, bitteschön. Und ich würde sagen, wir reden jetzt auch mal mit Garrus, denn Garrus ist immer noch der coolste. Garrus! Chef, wenn er sagt, dass er irgendwas bei den Geräten optimieren kann. Haben Sie mal eine Minute Zeit? Ich hasse deine scheiß Kalibrierung. So viel kann man nicht kalibrieren an diesen Kackwaffen. Okay, mit wem reden wir jetzt? Ich würde sagen, wir reden mit Miranda. Oh, ich weiß, wie das endet. Also wenn sie reden, weiß ich, wie es endet. Commander, was kann ich für Sie tun? Haben Sie eine Minute Zeit, Miranda? Natürlich. Ich hätte sowieso auch das Gespräch gesucht. Ich wollte mich entschuldigen. Ich dachte, Sie seien der Aufgabe nicht wirklich gewachsen. Ich habe mich wohl geirrt. Ehrlich gesagt, nach dem, was ich bisher gesehen habe, hätte Cerberus Sie schon viel früher rekrutieren sollen. Ich vertraue Ihnen, aber Cerberus nicht. Ihre Experimente überschreiten die Grenze. Richtig, und zwar ständig. Aber ich erinnere mich an einen Spectre, der bei der Jagd auf Saren und die Geth auch ein paar Grenzen überschritten hat. Und wir können von Glück sagen, dass wir sie haben. Viele schließen sich aus reiner Xenophobie an. Wir brauchen mehr Leute, die aus den richtigen Gründen hier sind. Was wollte Cerberus durch Experimente an Kindern wie Jack beweisen? Es war ein Fehler, keine Frage. Aber nicht meiner. Und außerdem wurde er korrigiert, sobald wir das Ausmaß der Experimente erkannt hatten. Bei Ihrer Intelligenz könnten Sie jeden Job kriegen, den Sie haben wollen. Warum sind Sie hier? Weil ich Morden noch immer um seine Zeit bei der Special Task Group beneide. Um die Zusammenarbeit mit den Leuten seines Kalibers. Cerberus sagt mir nie, dass etwas unmöglich ist. Sie geben mir die Ressourcen und sagen, machen Sie. Und ihnen hat man sogar noch mehr gegeben. Ein neues Leben, ein neues Schiff. Die persönliche Aufmerksamkeit des Unbekannten. Das Beste, was er getan hat, war, Sie in meine Truppe zu stecken. Sie wären gut ohne mich zurechtgekommen. Das hätte ich vorher zwar nicht geglaubt, aber... Ich habe es einfach nicht. Dieses Feuer, das Leute dazu bringt, ihnen bis in die Hölle zu folgen. Mein Vater hat mir die besten Gene besorgt, die man für Geld kaufen kann. Aber das war wohl nicht genug. Sie erwähnen immer wieder Ihre genetische Ausgestaltung. Es stört Sie sehr, nicht wahr? So bin ich nun mal, Shepard. Ich kann es nicht verstecken. Intelligenz, Aussehen, sogar die Biotik. Er hat das alles gekauft. Ihre Verdienste basieren alle auf Ihren Fähigkeiten. Ich hingegen kann nur für meine Fehler die Verantwortung übernehmen. Darf ich Ihren Körper oder Ihren Verstand nicht bewundern?
Ihr Vater mag Ihnen das ja alles geschenkt haben, aber Sie können stolz darauf sein, was Sie daraus gemacht haben. Oh, vielen Dank. Und vielleicht bin ich der Bewunderung meines Körpers gar nicht abgeneigt. Ach was, wären Sie nicht? Ich denke, ich könnte damit leben. Es ist nur fair. Immerhin konnten Sie mich 2 Jahre lang ansehen. Und ich hatte weniger an als Sie. Shepard, warten Sie. Ich muss darüber nachdenken. Angst, Miss Lawson? Vorsichtig, Commander Shepard. Aber interessiert. Sehr interessiert. Jetzt muss ich wieder arbeiten und nachdenken. Wir reden später. Wie schlecht das einfach war, Gadei, wie schlecht das einfach war. Ich wäre gar nicht abgeneigt. Später. Ich will nicht. Ich habe Angst. Aber ganz mal, der Spruch von Shepard da. Shepard hat sie auch voll gedisst da. Also, ja, ich hatte 2 oder weniger an der See. Und er war aus einem Stückchen Fleisch nur. Oder so ein paar zerrissene Fleischstückchen, als er von den Kollektorenchef zerrissen worden ist. Aber egal. Ich will eh lieber mit Grunt flirten. Shepard? Ich schau nur mal vorbei. Wie geht's Ihnen? Ich bin nur... Ich sitze hier und denke an das Bild. Und langsam begreife ich es. Ein Bild aus dem Tank von der Schlacht von Kanrum. Ein toter Turianer, ausgezogen. Ohne Panzerung sieht man die ja selten. Auf seinem Kopf ein kroganischer Stiefel und ein Klauenhammer. Es ist unter der Stirnplatte, man muss ihn nur zurückschieben. Die Augen sind schon schwarz geworden und man sieht die Anspannung in den Muskeln. Man spürt, dass sie kurz davor sind zu reißen. Ich begreife. Kanrum sagt mir nichts. Der Tod von Shiaga, einem weiblichen Warlord. Die Turianer haben sie getötet, also wurden sie gejagt, um ein Exempel zu statuieren. Obwohl sie den Krieg gewonnen haben. Es war das letzte Aufbäumen vor dem Ende der Rebellion. Man muss vielleicht dabei gewesen sein, aber ich verstehe den Witz nicht. Es ist kein Witz, es ist einfach nur super. Ein Turianer wird für seine Untaten in Fetzen gerissen. Bisher habe ich nichts gespürt, aber jetzt begreife ich. Es war ein guter Kampf. Der Feind wurde vernichtet, um sie alle zu bestrafen und ihnen eine Botschaft zu schicken. Ich begreife es. Ich hasse Turianer. Ich dachte, das würde sie freuen. Ich weiß ja nicht, ob ich in Zukunft noch für solche Gespräche hier runterkommen werde. Von mir aus. Man muss nicht befreundet sein, um gemeinsam starke Feinde zu bekämpfen. Ich dachte nur, es würde sie interessieren, dass ich langsam eigene Gründe für meine Kämpfe finde. Ja, okay, jetzt haben wir Grump beleidigt, aber naja, ich will halt nicht so, dass er dann irgendwann so hinter Girl steht und sagt, Hallo Garrus, wie geht's dir so? Und das war's dann von Garrus. Oh nee, ah, ja, stimmt, wir wollten ja noch mit Tali reden. Mit Jack können wir immer noch nicht reden, solange wir die Mission gemacht haben. Dazu uns sie auch nicht anbaggern. Und deswegen würde ich sagen, reden wir mit Tali. Shepard, freut mich, dass Sie vorbeikommen. Ich brauche vielleicht Ihre Hilfe. Ich habe gerade eine Nachricht von der Migrantenflotte erhalten. Der Admiralitätsrat beschuldigt mich des Verrats. Ich habe Angst, Shepard. Wer Sie kennt, weiß genau, dass Sie niemals Ihr Volk verraten würden, Tali. Ich weiß nicht. Solche Anschuldigungen werden nur vorgebracht, wenn die Beweislage erdrückend ist. Trotzdem danke. Ich weiß Ihr Vertrauen in mich zu schätzen, Shepard. Liegt es daran, dass Sie mit Cerberus zusammenarbeiten? Ich arbeite nicht mit Cerberus zusammen, sondern mit Ihnen. Und ich wurde freigestellt, um wieder auf der Normandy dienen zu können. Ich habe keine Ahnung, was Sie mir vorwerfen. Ich müsste mich doch erinnern, wenn ich die Flotte wirklich verraten hätte. Was geschieht, wenn ein Quarianer des Verrats beschuldigt wird? Es gibt eine Anhörung, bei der die Mitglieder des Admiralitätsrats als Richter fungieren. Mein Vater ist ein Admiral dieses Rats. Er muss sich für befangen erklären. Ich will mir gar nicht ausmalen, was er wohl gerade denkt. Die Strafe für Verrat ist Verbannung. Wenn ich verurteilt werde, kann ich nie mehr zurück. Sie haben also keine Ahnung, was man Ihnen genau vorwirft? Nein. Details solcher Anschuldigungen werden meist nicht über offene Kanäle verbreitet. Ich werde erst mehr erfahren, wenn ich bei der Flottille ankomme. Was geschieht, wenn Sie für schuldig befunden werden? Wie gesagt, ich werde verstoßen. Einzelheiten bleiben den Richtern überlassen. Wenn die Tat als tragische Fehleinschätzung gewertet wird, bekommt der Schuldige vielleicht ein kleines Schiff und Vorräte. Nicht, dass das wichtig wäre.
Bei einer Verurteilung sehe ich die Migrantenflotte in jedem Fall nie wieder. Also kein Gefängnis? Keine Todesstrafe? Für lange Gefängnisstrafen haben wir gar nicht die Ressourcen. Überwachte Zwangsarbeit ist viel effektiver. Und für Hinrichtungen ist unser Volk einfach zu klein. Ein Verstoßener kann Kinder bekommen und die sind dann in der Flotte wieder willkommen. Wie oft kommt es vor, dass jemandem von der Flotte Verrat vorgeworfen wird? Sehr selten. Die Tat muss die gesamte Flottille betreffen, nicht nur ein Schiff. Die letzte Angeklagte war Anora Vanya Vasselani, eine Technikerin, die Verteidigungspläne der Flotte an die Batarianer weitergeleitet hatte. Dabei hatte sie gute Absichten. Die Batarianer hatten einen Vertrag für ein Upgrade unserer Systeme. Aber stattdessen haben sie die Verteidigungspläne an Piraten verkauft. Wurde sie verurteilt? Nein, sie hat einen Selbstmordangriff auf die Piraten gemacht und sie zerstört, bevor sie die Flotte angreifen konnten. Sie wurde begnadigt, posthum. Hoffentlich muss ich meine Unschuld nicht auch so beweisen. Wie läuft so ein Prozess ab? Wie schnell müssen Sie dort erscheinen? Sie warten eine Weile, damit ich kommen und mich verteidigen kann. Tauche ich nicht auf, findet der Prozess in meiner Abwesenheit statt. Was den eigentlichen Ablauf angeht, es ist weniger formell als ein Prozess auf der Erde oder auf der Citadel. Wir sind eine Familie. Und ein schlimmeres Familientreffen gibt's eigentlich gar nicht. Okay, suchen wir die Flottille. Ich wollte schon eine Passage auf einem anderen Schiff buchen. Ich dachte nicht, dass sie die Zeit hätten, mir zu helfen. Hey komm, für Tali tun wir alles. Ich gebe den aktuellen Aufenthaltsort der Flottille in die Normandie ein. Die Admirale hey komm, werden schon das bist auf du Tali, dir müssen wir doch natürlich helfen. Ich meine Tali. Also eine meiner Lieblingsfiguren im ganzen Spiel, auch wenn ich sie im Mass Effect 1 niemals mitgenommen hatte. Das hat nur daran gelegen, dass sie irgendwie nach 5 Schlägen mal tot war. Cooler Frame Drop. Ach, Kelly. Kelly, wenn du irgendwann mal erschossen wirst, dann sage ich vielen, vielen Dank an der dich erschossen hat. Warum kann ich immer sie auf eine Mission mitnehmen? Das wäre nichts cool. Ich würde sie so mitnehmen. Schaut mal, da sind Reaper. Reaper wollte ja einen kleinen Menschen haben. Isa. Echt, Mann, ich hasse Kelly einfach. Warum wurde dieses blöde Treibstoff da? So, zack, 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 zack. Okay, dann würde ich mal sagen, auf zum Massenportal. Ach, der Part ist ja eh schon fast wieder um. Ach. Also Tali helfen, Schmuggelfrachte, Abstützstelle der Normandie, abstützende Schiff retten. Jack helfen, wie gesagt, machen wir ganz am Ende. Okay, mir fällt gerade auf. Wir haben jetzt das Quest, haben wir noch. Also einmal Jack helfen. Dann das abstützende Schiff. Tali helfen, Schmugglerfracht sicherstellen. Und dann am Ende noch das Reaper FFS. Ja, gut, dann nähern wir uns ja dem Ende, würde ich mal sagen. Ich weiß es nicht, ich mache jetzt mal eine von den Nebenquests, aber ich glaube, die Quest war richtig hardcore schwer. Glaube ich zumindest. Ich bin mir jetzt aber gar nicht mal so sicher. Schauen wir mal hier. I'm a throw broken arrow. Ja, Anomalie, irgendwas, ja, Schiffsschütze hat ab und wir müssen da retten. Und das ist so hart einfach. Ich hasse das. Das, ganz ehrlich, wenn man das jetzt Infiltrator spielt, ist es so leicht. Aber aus allen anderen Klassen ist es so abnormal wirklich schwer. Also wirklich abnormal schwer. Ich habe irgendwie gerade schlechtes Gefühl. Ja, wir nehmen Tali ganz sicher mit. Und ich würde sagen, nee, Grunt, weil Grunt einfach viel aushält. So unfair einfach. Ich hasse diese Aufgabe. Ganz klar, Brandmunition. Gruppenbrandmunition. Hallo. Und dann hier bei Verstärkung nochmal, zack, zack, ach verdammt, keine Punkte mehr, okay, weg da. Ich find's aber cool, wenn man es irgendwie schafft, sich aus dem Spiel rauszutappen. Das finde ich immer so cool. Ich verstehe gar nicht, wie ich das gerade geschafft habe. Jetzt gibt's hier Bilder, okay, es hat sich bedeutet. Gut, weiter geht's. Aufschlag auf der Planetenoberfläche steht unmittelbar bevor. Ich sende Ihnen einen Countdown über die verbleibende Zeit bis zum Aufschlag. Here we go. Okay, so viel Zeit haben wir jetzt. Ja, Labstoff, Geld, Rot und Ende. Ja, ich habe jetzt keine Zeit dafür. Okay, umgehen. Ach komm, jetzt muss mir ja noch die scheiß Tür umgehen. Ja, seht es? Geffs sind hier auf dem Schiff und wir sollten uns beeilen, denn sonst stürzt das Schiff mit uns ab. Und das wollen wir nicht. Schnell. So, so. Ich glaube, das Hacken wird nicht einberechnet, aber trotzdem. Sollte man sich beeilen. Ja, das war der leichte Teil, wenn ihr dachtet, das war das Schwere. Und das ist immer noch der leichte Teil, so viel kann man auch sagen. Oh, was bist du für einer? Ich will Gruppenbrandmunition machen, geht nicht, geil.
Okay. Übernehmen. Übernehmen. Ja, super. Kann ich mir nicht anschauen. Keine Zeit, keine Lust. Da, komm, wo... Ja, Gruppenrappen jetzt endlich hier. Okay, schnell vor, schnell vor. Das ist immer noch natürlich der schöne, leichte Teil. Jetzt kommt der asoziale Teil des Spieles. Jetzt wird's richtig unfair. Wow. Ich verstehe gar nicht, wie ich das so gut geschafft habe. Ja, man muss nämlich diese beiden Dinger da anmachen. Auf die Gegner kann man scheißen, das kommen eh immer neue. Aber es ist richtig hacke schwer. Besonders wenn da so hässliche Gaff rumstehen. Jaika. Oh. Hey, cool, so gut bin ich dann noch nie durchgekommen, okay? Ach scheiße, wir müssen ja noch die andere reaktivieren. Ich weiß gar nicht, wo die ist. Ach so, stimmt auch. Ja, wir müssen die da unten noch aktivieren. Und dann können wir... warte mal, aber man verliert hier halt richtig viel Leben. Ich hasse diese Mission. Warum geht das so schnell? Okay, vielleicht ist die Mission noch nicht schwer. Irgendwie auf der PlayStation hat das Thema so lange gedauert. Kam mir zumindest so vor. Da. Es geht ihr echt leicht. Na okay, dann habe ich kein Problem mit Neustart. Jetzt glaube ich, muss man nochmal hacken. Okay, und damit hätten wir es sogar schon geschafft. Okay, ist doch nicht so schwer gewesen. Hey, also ich erinnere mich, dass es irgendwie hardcore schwer war und dass ich da super oft gestorben bin. Irgendwann ist gestorben von meinem Teamkollegen, das ist schlecht. Aber wir haben es eh schon geschafft und fertig. War echt leicht. MFRO Broken Arrow stabilisiert. Die restlichen Gaff haben den Kampf eingestellt. Die Kolonie ist in Sicherheit. Erfahrung halten 125. Serverless Finanzen. Iridium wird Richterschlitten. Das war jetzt echt saumäßig leicht. Ich hatte es irgendwie in Erinnerung, als wäre das so hackenschwer gewesen. Weil die Gaff die ganze Zeit da abballern. Weil ich da wirklich oft gestorben bin. Muss kein Mensch verstehen. Vielleicht haben sie alle auf Grunt geschossen, deswegen. Bei Grunt, da kann man eh mit allem draufschießen und sagt ja, ich bin Drogana. Können wir schon wieder gleich die Space Cut hier öffnen? Und ich würde sagen, wir machen jetzt noch einen Massenportalsprung und fliegen gleich dann zu Tali helfen. Aber ich will das jetzt erst im nächsten Part machen, denn ja, das ist irgendwie blöd, wenn ich da jetzt noch lande. Schau ich hier einmal hier die coolen Sonnen an. Und das ist die Migrantenflotte. Und wir lesen hier noch den Text. Migrantenflotte. Die Migrantenflotte besteht aus über 50.000 Schiffen, in denen mehr als 17 Millionen Quarianer leben. Und es ist damit die größte Raumschiffflotte der bekannten Galaxie. Und obwohl Quarianer auf Pilgerreise die meisten besiedelten Welten der Galaxie schon besucht haben, durften bislang nur wenige Außenseiter je einen Fuß an Bord der quarianischen Schiffe setzen. Ja, und ja, im nächsten Part werden wir dann zur Migrantenflotte fliegen und sehen, was bei Tali los ist. Aber wie gesagt, erst im nächsten Part. Euer Simafix, bis dann, ciao.